Servus und herzlich willkommen zum GCDW Podcast Folge 2. Ich bin's wieder, der Ede, und freue mich, dass du wieder dabei bist, denn heute lohnt es sich auch besonders. Zu Gast ist niemand Geringeres als einer der besten Liberos Deutschlands, wenn nicht sogar der Welt, Ferdinand Tille. Nach Stationen bei Generali Haching, Arago de Set in Frankreich und dem Topclub Skrab Bechatow in Polen wechselte er 2015 an den Ammersee und blieb dort bis heute. Was ihn dazu bewogen hat, am sportlichen Höhepunkt seiner Karriere für solch einen Dorfclub zu spielen und auch welche Höhen und Tiefen ihm in der Nationalmannschaft widerfahren sind, wird er uns heute erzählen. Ich wünsche euch viel Spaß. Hey Ferdl, cool, dass du da bist. Hi, cool, dass ich da sein darf. Bin echt gespannt. Erster Podcast in meinem Leben. Bis jetzt mir viele Podcasts angehört, aber noch nie einen selber mit oder bei selber teilgenommen. Geh ruhig näher ran ans Mikro, damit man dich auch hört, weil um dich geht's ja heute. Du bist unser spezieller Gast, weil du der beste Libero der Welt bist. Ich dachte eher, weil ich einfach die meisten Stimmen bekommen habe, weil ich glaube, ein paar von meinen Mannschaftskollegen einfach fanden, ich wäre jetzt dran, nach Max. Vielleicht geht. Du hast zwei Instanzen gewonnen, einmal über Instagram und dann nochmal über unsere Fan-App. Wir haben nämlich eine Fan-App. Hast du da für dich gestimmt? Nee, ich wollte eigentlich für Tim stimmen, war dann aber ehrlich gesagt einfach zu faul, mich anzumelden. Das nächste Mal werde ich auf jeden Fall für Tim stimmen oder für Hannes, dass einer mal von den Jüngeren auch da mitspielen darf hier. Aber so hast du es ja hinter dir. Ja, ich glaube, so schlimm wird es dann doch nicht. Wir haben nämlich auch einiges zu besprechen, weil ich auch unsere Zuschauer gefragt habe, ob die Fragen an dich haben. Und da kam einiges zusammen. Aber vorher möchte ich eine Sache klären. Und zwar haben wir eine soziale Kooperation mit SOS Kinderdörfer Weilheim. Und wenn das für dich okay ist, würde ich bei jedem Mal, wenn das Wort Volleyball fällt, 1 Euro ins Phrasenschwein reinschmeißen. Von mir oder von dir? Ich bin natürlich auch dabei. Okay. Ist das okay für dich oder ja, wird es dich entnehmen? Wir reden ja eh nicht über den Ball über die Schnur, oder? Stimmt, du kannst natürlich auch umschreiben, wenn du gerade finanziell eher nicht so gut betagt bist, aber ist okay für dich? Kann man machen. Ja, das freut mich. Ich bin ja gespannt, wann die erste Fangfrage kommt, dass ich gar nicht auskomme, aber. Nee, das soll eigentlich ganz harmonisch ablaufen. Vielleicht erstmal eine kurze Frage, weil ich bin ja auch eher im Social Media aktiv und ich schaue mir natürlich auch andere Accounts an und Unternehmen, wie die das machen, vielleicht auch Spieler, und mir ist aufgefallen, du hast da echt eine bemerkenswerte Strategie. Du hast über 700 Follower gewonnen, ohne jemals einen Post zu veröffentlichen. Ja, vielleicht ist das auch gerade das Geheimnis, dass ich eben nicht poste, weil die Leute eben nicht genervt werden. Ja, ich habe irgendwann, dachte ich fange mal an, aber dann habe ich irgendwie doch nicht angefangen. Und jetzt denke ich mir, wenn ich jetzt noch anfange, bin ich auch schon viel zu spät dran. Deswegen, ich folge sehr gerne Leuten, lass mich da inspirieren, aber selber habe ich irgendwie nicht das Bedürfnis, da viel selber zu posten. Vielleicht liegt es auch schon am Alter ein bisschen, bin ja doch schon über 30, aber der Max postet ja auch fleißig, deswegen. Vielleicht fange ich noch damit an, wenn dann die Zahlen natürlich rasant steigen, dann habe ich da einen ganz neuen Erwerbszweig dann gefunden. Hast vielleicht du auch noch nie was in der Story gepostet? Nee, ich habe 2-3 Mal, glaube ich, was gerepostet, aber noch nie selber gepostet. Nicht mal, wenn irgendwie ein cooles Bild von dir geschossen ist? Nö, kriege ich ja nicht, weiß ich nicht. Also meistens sind es Fotos, wo ich mich beim Schiedsrichter beschwere oder sowas, da gibt es nicht so coole Fotos. Ja, wenn du willst, kann ich dir auch mal was zukommen lassen, oder? Ich betreue das für dich und dann machen wir Hälfte. Machen wir das ganz groß. Bei coolen Deals. Ja. Neue Adidas-Schuhe oder Nike oder. Nee, also Schuhe bin ich schon eher Adidas. Ja? Ja. Hast du diese Saison neue? Ja, eigentlich jede Saison mindestens ein Paar, meistens 2, manchmal sogar 3 Paar. Aber eigentlich immer der gleiche Schuh. Aktuell ist es ein Adidas, das ich neueste. Guck grad runter, also du hast gerade Nikes an. Ja, das sind auch nicht meine Volleyballschuhe. Lifestyle. Es gibt einen Strich. Ja, schön, hast du gut aufgepasst. 18 nee. Volleyball. Jetzt hast du auch den ersten. Dann Adidas. Genau. Das ist schon seit 4-5 Jahren. Davor habe ich in Essex
Schuhen gespielt. Das habe ich mich ja eh immer gefragt. Es gibt ja, also für jede Position auch dann sogar Schuhe teilweise. Und ich denke mir, also ich merke da irgendwie keinen großen Unterschied. Aber ist das so als Profi vielleicht echt ein Unterschied? Ehrlich gesagt glaube ich eigentlich nicht. Also ich bin ja auch nicht nur Libero. Ich, im Training greife ich an, spiele zu. Also da habe ich jetzt dann nicht für jede Ballkontakt einen neuen Schuh an. Es kann natürlich ein bisschen sein, wenn du groß bist und du schwer bist, dass du vielleicht ein bisschen mehr Dämpfung brauchst als ein kleinerer, leichterer Spieler. Aber an und für sich, glaube ich, macht es nicht viel Unterschied, ob wir jetzt einen Libero-Schuh, einen Außenannahmeschuh, einen Zuspielerschuh hat. Auch ob es ein Handballschuh ist oder ein Basketballschuh. Und schlussendlich machen wir eigentlich fast die gleichen Bewegungen in einer bisschen anderen Ausführung. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da jetzt irgendwann unterscheiden würde zwischen den einzelnen Schuhen. Der ist besser für die Position, der ist besser für die Position. Schlussendlich ist der Spieler wichtig, der den Ball spielt und nicht, was du für einen Schuh anhast, auch nicht, wie er aussieht. Das war natürlich früher als Jugendlicher auch ein bisschen anders. Da hat man natürlich immer geschaut, dass man den coolsten Schuh halt anhat. Jetzt gehe ich als erstes auf die Bequemlichkeit beim Schuh und danach, ob es ungefähr zum Trikot passt. Also Ach, echt? Es gibt auch das Model. Design ist halt schon auch ja, natürlich immer noch ein bisschen, ein Faktor. Ein bisschen, also es gibt jetzt den Schuh, den ich habe, auch mit in der Tokyo Edition in rosa und der passt halt nicht so gut zu unseren Trikots, deswegen habe ich ihn jetzt in weiß. Aber an sich habe ich den Schuh hauptsächlich, weil er einfach perfekt passt. Und vielleicht auch Tokio wegen Olympia, wo du wahrscheinlich nicht mitspielen wirst. Wo ich zu 100% nicht mitspielen werde, weil wir uns auch nicht qualifiziert haben und wer weiß, ob die nächstes Jahr stattfinden, aber ja, nee, also wenn das eine coole Farbe gewesen wäre, hätte ich den Schuh schon angezogen, aber das Rosa hat mir nicht so zugesagt. Du hast es gerade angesprochen, du trainierst auch als Außen. Okay. Ja, es ist natürlich so. Ich meine, als Außen muss ich trotzdem Bälle annehmen, bin in der Abwehr und habe natürlich dann das Glück, dass ich mich ein bisschen mehr bewegen darf als ein Libero normalerweise und das geht mir auch einfach ab. Also nur das Libero-Training ist einfach ziemlich eintönig, oftmals wenig Ballkontakte im Training und ich habe da eben ein Arrangement mit Max zusammen, dass wir halt eigentlich gesagt haben, dass solange ich körperlich fit bin und mich nicht verletze, kann ich das machen, weil wir natürlich auch immer Spieler brauchen. Und ich glaube auch, dass es ganz gut läuft und ich bin motiviert ins Training und ziehe keine Fresse, wie wenn ich Libero trainieren muss. Deswegen macht es der Max auch schon clever, aber ich glaube immer wieder mal macht es auch einfach Sinn, als Libero speziell auch mal zu wissen, wie das so, wie man angreift, was kann der eigentlich der Angreifer nur für Bälle angreifen. Also man kommt dann auch wieder ein bisschen mehr rein, inwiefern der Spieler oder der gegnerische Spieler, was der jetzt überhaupt für Sachen machen kann. Weil wenn man das selber macht, dann weiß man, okay, das geht eigentlich nicht. Natürlich nicht vielleicht auf dem Level wie ein Außenangreifer, aber es hilft einem schon auch ein bisschen, das Spiel noch mal besser zu verstehen. Natürlich auch zuspielen ist für einen Libero mega wichtig. Das ist einfach der zweite Zuspieler auf dem Feld und oftmals sollte er eigentlich jeden Ball zuspielen, wenn der Zuspieler abwehrt. Aber das ist in manchen Mannschaften, die spielen ein bisschen eine andere Taktik, aber bei uns ist es eigentlich so, ich darf eigentlich alles zuspielen, was auch der Zuspieler zuspielt, von der Schnelligkeit, von den Positionen und manche andere Spieler haben halt andere Anweisungen. Aber das ist schon eher besonders auch, dass ein Libero außen trainieren darf. Also man sieht es auch ab und zu beim Einschlagen, dass so ein, zwei Bälle ab und zu ein Libero reinhackt. Aber ja, wir sind auch Menschen, die sich ein bisschen bewegen wollen. Und als Libero ist es halt oft wirklich so, dass, also wenn du ein guter Libero bist und neben dir Annahmespieler hast, die vielleicht ein bisschen schlechter sind, dann wird natürlich auch im Training nicht auf dich aufgeschlagen, dann berührst du da kaum Bälle. Und dann stehst du vielleicht nur da und spielst ein paar Dankebälle vor. Und das ist natürlich auch nicht das, für was man in die Halle geht. Und bei mir ist es im speziellen Fall so, ich mache nochmal jetzt mehr Krafttraining, weil ich eben auch für diese Außenannahmeposition fit sein will im Training und das merke ich natürlich auch im Spiel, dann bin ich natürlich auch fitter im Spiel. Ich könnte natürlich mich auch einfach ins Spiel stellen ohne Krafttraining und wird wahrscheinlich auch noch ein, zwei Jahre irgendwie mithalten können, wird natürlich immer schlechter, aber das ist auch nicht mein Anspruch. Es geht dann bei dir sogar so weit, dass du als Außen in Testspielen auch spielst. Das ist ja schon auch geil. Ja, das war jetzt eher so, weil wir eben verletzte Spieler hatten. Hat natürlich Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe die Sache auch ganz okay gemacht. Der Gegner hat mich am Anfang immer ein bisschen belächelt, aber hat dann trotzdem irgendwie gemerkt, okay, der kann da doch Punkte machen und schlägt ganz gut auf und im Block berührt er hin und wieder mal den Ball. Also man kann da schon ein bisschen mitspielen. Natürlich hat man nicht die Handlungshöhe wie die anderen, aber man kann natürlich mit einer Cleverness oder mit einem bisschen anderen Timing oder einfach ja, mit dem Spiel wird es da ein bisschen was machen, auch Punkte machen. Und nur weil jemand jetzt 20 Zentimeter größer ist, heißt das nicht, dass der kleinere Spieler jetzt da nie einen Punkt machen kann. Das ist einfach ein Vorteil, auch wenn man nicht ganz so groß ist. Aber ja, jetzt ein wirkliches Spiel zu machen, ich glaube, das traut mir der Max nicht zu.
Also du würdest schon sagen, das hat ausschließlich Vorteile. Oder ist jetzt auch mal, wenn du mal eine Tischkante kassierst oder so, dass dann maximal schaut und sagt, hey, hättest du vielleicht doch mal ein bisschen mehr Libero gemacht. Das hoffe ich nicht. Vielleicht denkt er sich, das Besetzer hat das nicht gesagt. Ich glaube auch nicht, dass das zusammenhängt. Also ich nehme ja trotzdem Bälle an und aus außen sogar wahrscheinlich mehr als Libero, weil ich dann natürlich auf den Positionen stehe, wo wir auch eher hin aufschlagen normalerweise. Und dann, wenn da mal ein Annahmefehler passiert, dann liegt das eigentlich an mir und nicht, ob ich jetzt außen trainiert habe oder Libero. Also wenn ich habe ja früher auch Annahmefehler gemacht. Das ist ja nicht so, seit ich außen trainiere, dass ich jetzt anfange, Annahmefehler zu machen. Deswegen versuche ich einfach unter der Woche gut zu trainieren und das funktioniert halt einfach, wenn ich außen trainieren darf und nicht, wenn ich Libero trainieren darf. Und deswegen haben wir da so einen Deal getroffen. Ja, okay. Kommen wir mal zu deiner glorreichen Karriere. Vergangenheit, das ist... Ich habe mal deinen Wikipedia-Artikel angeschaut. Der ist auch mit Abstand der längste von unserem ganzen Team. Also einiges hast du ja schon erlebt. Und vor allem bei Erfolge ist mir aufgefallen, das ist eigentlich viel zu lang, um jetzt alles durchzulesen. Aber der letzte Erfolg ist zum Beispiel 2015. DVV-Pokalsieger, EM-Sechster, WM-Dritter, Sieger Europaspiele 2015, was auch immer das war. Mhm. Und wenn man jetzt bei Vereine schaut, steht da seit 2015 TSV Herrsching. Ja, weißt du ja schon warum. Nein, ich meine, Spaß beiseite. Als ich in Herrsching angefangen habe, war das Projekt eigentlich noch ganz am Anfang. Wir haben das zweite Jahr erste Liga hier. Der Verein gehabt und seitdem, glaube ich, müsste das eigentlich auch als Erfolg drinstehen. Wir sind jedes Jahr ein Jahr eine Position mindestens besser geworden, waren letztes Jahr knapp am Halbfinale. Wenn ich glaube, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre, hätten wir auch die Chancen gehabt, ins Halbfinale zu kommen. Und es ist einfach schön, weil ich gemerkt habe, wie sich hier jedes Jahr was weiterentwickelt. Natürlich spielen wir jetzt noch nicht um Titel mit, aber wir wollen auf jeden Fall dieses Jahr ins Halbfinale kommen. Das ist, glaube ich, auch unser Anspruch. Wir haben jetzt aber auch schon nach den ersten zwei Spielen gemerkt, da sind noch ein paar andere Teams, die auch Volleyball spielen können. Strich. Die uns, wo ich ehrlich gesagt vor der Saison nicht so gedacht hätte, dass sie vielleicht das Niveau haben. Aber ich glaube, es kann auch noch sehr, sehr viel passieren. Man sieht, dann verliert Friedrichshafen, dann verliert Berlin, dann gewinnt Bühl gegen Berlin 3-0. Also das sind Ergebnisse, die waren ziemlich überraschend. Aber auch wir hätten in Frankfurt 3 Punkte holen können. Also deswegen, die Saison ist noch lang. Keiner weiß auch, wie sich das wirklich weiterentwickelt, wie das wird, wenn einzelne Spieler mal ausfallen, wenn Spiele verschoben werden. Also es sind so viele Unbekannte. Aber ich glaube, dass wenn es einigermaßen normal läuft, dass wir da schon gute Chancen haben, auch vorne mitzuspielen. Und vielleicht kommt da irgendwann mal dann auch ein Wikipedia-Eintrag dazu. Ja, schön wär's. Ich meine, theoretisch könnte ich auch selber Viertelfinale Bundesliga reinschreiben. Ich glaube, Wikipedia ist ja Open Source, da könnte ich auch selber was eintragen. Aber ja, ich meine, ich bin ja auch nicht hier oder noch nicht hier, um einen Titel zu gewinnen, sondern einfach, um wieder den Spaß am Sport zu haben. Und wir gewinnen auch immer mehr Spiele, deswegen ist das schon, macht es auch immer mehr Spaß. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil im Endeffekt sieht man ja, du warst irgendwie schon auch am Zenit deiner sportlichen Karriere. Und zum Beispiel Criso 1406 fragt, wie kamst du denn zum GCDW? Also das ist ja irgendwie dann auch trotzdem ein sportlicher Rückschritt. Von Skra Bechertov, gerade Champions League Final vorgespielt und dann in Ammersee. Ja, natürlich ist es, weil es im ersten Moment für den Außenstehenden vielleicht ein krasser Rückschritt, aber man muss halt auch wirklich dann die Hintergründe so ein bisschen sehen. Polen war eine super coole Zeit mit dem Volleyball als Spieler, aber halt das ganze Umfeld war halt wirklich nur, du warst dort, um deinen Job zu machen und nicht jetzt irgendwie zu leben. Und es war dann auch das Problem, dass der zweite Libero, der jünger war, es war der Sohn vom Präsidenten, der musste dann auch immer wieder spielen, das wusste ich auch davor, das war kein Problem, aber der sollte halt im nächsten Jahr dann komplett spielen und ich hatte dann keine Lust, als zweiter Libero in Polen zu bleiben und dann irgendwann kam dann das Angebot oder meine lose Anfrage von Fritz und von Max und auch von Patrick Storwald damals, dass er überlegt, nach Herrsching zu gehen, aber er geht, glaube ich, nur, wenn ich auch komme. Und dann dachte ich mir erstmal so, ja, auf gar keinen Fall, also Herrsching, was sind das für Vögel, da gehe ich nicht hin. Habe ich auch immer, glaube ich, ein Jahr davor noch gesagt, also ich könnte mir nie vorstellen, bei denen zu spielen. Das war ja damals schon noch eine andere Truppe, aber ich habe seitdem eigentlich keine Sekunde bereut, auch sofort, als ich da war. Das waren eigentlich die schönsten Zeiten noch am Anfang, wo ich noch viele Spieler, mit denen ich mal früher irgendwie was zu tun hatte, mit denen ich hier gespielt habe. Und das war ich
ich habe es nie bereut, jetzt auch hier in München zu sein. Ich habe dann studiert, ich war mit meiner Freundin zusammen. Also die Familie ist nah da, jetzt spielt mein Bruder auch noch da. Also das ist halt auch einfach wichtig und nicht nur das reine Geld zum Beispiel. Ich meine, klar habe ich in Polen mehr Geld verdient, aber es war immer noch hier, dass ich in Herrsching, dass die haben sich wirklich extrem viel Mühe gegeben und auch extrem viel bezahlt eigentlich für mich im Verhältnis zu allen anderen Spielern, was ich auch sehr wertschätze. Und das ist jetzt immer noch so, dass ich, glaube ich, wahrscheinlich höchstwahrscheinlich der bestverdienste Spieler bin, was auch nicht normal ist als Libero, aber ich habe halt gewisse Freiheiten hier oder habe auch Möglichkeiten, eben auch außerhalb, auch im Training, eben auch als Auslandgaffer zum Beispiel. Und da passt einfach das Gesamtpaket. Und man muss ehrlich sein, wenn ich jetzt ins Ausland nochmal gehen würde, wäre vielleicht das Niveau ein Ticken höher, aber erstens würde ich nicht mehr Geld verdienen und zweitens würde es wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß machen. Und irgendwann muss man auch mal schauen, was wirklich wichtig ist im Leben, nicht einfach nur immer dem Geld hinterher. Das wäre so, wahrscheinlich wäre ich eh nicht reich geworden als Libero und da hätte ich nach Russland gehen müssen, da hatte ich mal so einen losen Kontakt, aber da hat dann auch nicht funktioniert und deswegen war das für mich auch schnell ad acta gelegt. Und danach ist es halt wirklich so, dass im Ausland oftmals es Ausländerbeschränkungen gibt und dass die einheimischen Liberos halt eben billig sind und bevorzugt werden und deswegen ist es da sehr, 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 sehr schwer als ausländischer Libero in Italien, Polen Fuß zu fassen. Deswegen bin ich eigentlich sehr glücklich hier. Die verzichten dann wahrscheinlich auch auf Geld, nur um sportlich auf höchster Ebene noch spielen zu dürfen, oder? Ja, was heißt verzichten? Es gibt halt dann, ist Liberos, gibt es halt immer relativ viele, die okay sind. Es gibt natürlich nicht viele, die sehr gut sind, aber meistens, oder viele Trainer sagen halt, mir reicht ein okayer Libero, wenn ich dafür einen sehr guten Diagonalspieler habe und dann wird natürlich das Geld in den Diagonalspieler gepumpt und nicht in den Libero und dann, ja, also man merkt dann schon oft, also auch, also oftmals sagt man, Libero kann kein Spiel verlieren, aber das passiert schon auch, also wenn wir manchmal gegen Vereine spielen, wo der Libero halt dann vielleicht einen schlechten Tag hatte, dann kann der sehr wohl ein Spiel verlieren, aber ich sag mal, normalerweise schlägt man nicht auf den Libero auf, das heißt, der hat nicht so viel Ballberührung, und wenn die fünf Ballberührungen dann nicht so gut sind, das ist dann oftmals, sieht man das halt als Laie nicht so und dann ist es wichtiger, auch wie im Fußball auch, der Stürmer schießt die Tore und nicht der Torhüter, der die Bälle hält. Also der entscheidet meistens nicht das Spiel, sondern es wird dann immer über den geredet, der den Hattrick gemacht hat. Aber dass der Torhüter 12 Meter gehalten hat, wird vielleicht im Nebensatz mal erwähnt und so. Ist es halt manchmal im Volleyball leider auch. Der Sepp Krause fragt, ob du dir nun mal vorstellen kannst, den Verein zu wechseln. Ich habe letztens, war ja erst der längere SZ-Artikel, wo die Überschrift, glaube ich, war, ich sag niemals nie. Also ja. Das habe ich dann in Haching schon gesagt. Ich glaube nicht, dass ich nochmal in Haching spiele. Ein Jahr später oder 2 Jahre später war ich wieder da. Ich habe gesagt, ich werde nie in Herrsching spielen. Dann spiele ich jetzt das 5. Jahr, glaube ich, hier. Also, ich weiß es nicht. Also, Stand jetzt kann ich es mir nicht vorstellen. Aber natürlich, wenn irgendwie ein Angebot aus dem Ausland kommen sollte, das so lukrativ ist, muss man sich das natürlich überlegen. Aber man jetzt... Also, wenn es um Finanzielles geht, dann kann man nochmal mit dir reden. Ja, natürlich. Also, ich bin sehr käuflich auf jeden Fall. Aber da muss schon sechsstellig sein wahrscheinlich, dass ich dann nochmal irgendwo hingehe. Also wenn da jetzt gerade jemand zuhört aus Italien, Polen, der kann sich sehr überlegen. Kannst du Italienisch? Ein bisschen. Also kannst ich vielleicht nochmal auf Italienisch sagen? Nee, so viel kann ich nicht. Ich verstehe sie. Wenn sie sagen 100.000, das sage ich sie. Das verstehe ich, aber ich kann nicht sagen, ich will 100.000. In der App hast du auch zum Beispiel, in der Biografie, da steht auch, dass Unterhaching zum Beispiel ein kürzerer Anreiseweg ist als Herrsching. Wenn die dann in 2 Jahren dann nochmal richtig krass sind, dann überlegst du es dir auch nochmal, oder wie? Weiß ich noch nicht. Also wenn die gutes Angebot machen mit dem allen drumherum, ist ja immer schön, wenn man mehr Auswahl hat. Also es ist ja immer Angebot und Nachfrage. Belebt ja den Markt, aber ich weiß es nicht, ob die in 2 Jahren schon so weit sind, dass sie mit Herrsching konkurrieren können. Also ich glaube, dieses Jahr ist es halt noch nicht so weit, aber ich denke schon, dass deren Ziel auch wieder ist, eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzubauen und dann seit die Frage, ob man noch diesen alten Libero nimmt oder sie haben jetzt auch schon einen sehr jungen, sehr mit viel Perspektive mit dem Lenny, also weiß ich nicht, ob ich dann nicht einfach schon zu alt bin vielleicht auch und der Max hat immer gesagt, ich kann so lange spielen, bis ich nicht mehr laufen kann hier, mal schauen, wie lange er das durchhält oder ob er irgendwann sagt, das ist genug. Hast du einen Vertrag auf Lebenszeit unterschrieben? Ich habe immer nur für ein Jahr unterschrieben, okay. Aber er sagt, also er will auch eigentlich immer, dass ich weniger trainiere, damit er mir weniger zahlen muss, aber noch macht es mir mehr Spaß. Deswegen zurzeit will ich einfach noch voll trainieren und muss ja mich halt leider auch voll bezahlen. Ich glaube, ihm wäre es lieber, wenn ich 3-mal die Woche komme, er zahlt mir ein Drittel vom Gehalt, aber nee, also noch bin ich super happy, mir geht's körperlich besser als vor 5, 6, 7 Jahren. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, aufzuhören. Natürlich muss ich jetzt mal schauen, ich werde im Dezember Papa, wie es dann wird mit Kind und die erste Saison, ob dann die nächste Saison auch noch möglich ist oder
ob das einfach gar nicht geht. Aber das sind noch Sachen, die sind in der Zukunft. Das weiß ich auch noch alles nicht. In der App war auch eine Frage, Mannschaften, gegen die ich mal spielen wollen würde. Da hast du geantwortet, FC Bayern München. Ja klar, Fußball. Wir haben aber keine Volleyballmannschaft. Strich. Ja, ich will auch gegen die Fußball spielen. Also bin ja Kannst gut. du Fußball spielen? Ja, ich würde schon sagen, dass ich ganz gut bin. Warst du mal im Verein oder so? Ich war lange im Verein, war meistens Torhüter, war aber zu gut im Tor und bin dann immer nach draußen gekommen. Deswegen auch so gut in der Abwehr jetzt? Vielleicht, ja, aber ich war auch im... Also, warst du da nicht Libero? Nee, Stürmer, ja. In der Jugend gibt es ja noch kein Libero, da war es ja, wenn man jetzt böse ist, ist es ja meistens so, dass das dicke Kind kommt hinten ins Tor und der Schnelle ist da nach vorne, weil er die Tore schießen kann. Und ich war leider im Tor gut, aber im Tor haben sie mich nicht gebraucht. Aber war dann bei Auswahllehrgängen als Torhüter, aber hat da nicht sollen sein. Und dann hat es irgendwann mit Volleyball angefangen. Und dann, wie alt warst du da? Boah, keine Ahnung. Strich. 9, 10 in die Richtung. Ach, davor also erst mit 9. Wolle. Hat sich gerade so angehört, als hättest du voll die Fußballkarriere hingelegt und dann... Ja, ich habe lange Zeit auch noch Leichtathletik nicht mehr gemacht. Ich habe dann praktisch Ball über die Schnur, Fußball und Leichtathletik parallel gemacht. Dann habe ich irgendwann Leichtathletik aufgehört, dann habe ich irgendwann Fußball aufgehört und dann habe ich mich halt komplett auf meinen Lieblingssport konzentriert. Aber insgeheim spiele ich immer noch super gerne Fußball. Ich spiele auch im Sommer jetzt in der Gruppe immer ein bisschen Fußball, wenn es geht, wenn es erlaubt ist. War jetzt wegen Corona leider lange nicht erlaubt, aber es macht mir total Spaß und natürlich würde man gerne mal mit Bayern oder gegen Bayern spielen, weil die natürlich das Nonplusultra im Fußball sind, aber ich hatte damals, als ich in Unterhaching war so kurz davor, dass ich mal bei denen mittrainieren darf, aber das hat dann leider auch nicht funktioniert. Echt? Ja, so zum Spaß mal als Marketing-Ding, aber es wäre cool gewesen, so auch mal im Tor zu stehen und einfach mal ein Training mitzumachen. Ja. Dass man einfach mal sieht, wie schnell das eigentlich wirklich ist live, weil im Stadion sieht man es zwar auch schon, aber ich glaube, wenn man zwischen den Spielern steht, dann sieht man erstmal, dass die doch ganz gut sind. So auch Beachvolleyball. Ja, ich glaube, da würde ich noch gewinnen. Zählt das? Nee, es sind 50 Cent vielleicht. Ja, okay. Nee, also ich glaube, gegen Müller oder so würde ich schon noch gewinnen. Also nicht im Fußball, aber in manchen anderen Sachen. Wie kam es denn, dass du so früh auch sportlich viel gemacht hast? Kam es eher durch deine Familie, die dann dich da irgendwie da rein, jetzt will ich nicht sagen gedrängt, aber vielleicht auch unterstützt haben? Das auf jeden Fall. Ich war als Baby schon in den Hallen, habe dann da geschlafen, wenn meine Eltern oder mein Papa damals Trainer war. Meine Mama hat noch gespielt. Also ich war eigentlich immer in der Halle, war auch, ich dann gehört, als ich, keine Ahnung, 3, 4 Monate war, halt im Ballwagen irgendwie eingesperrt oder ein bisschen älter dann in Anführungszeichen eingesperrt. Da konnte ich dann spielen, da haben mich die Bälle nicht getroffen. Also ich bin eigentlich mit einem Ball aufgewachsen und habe natürlich immer, wollte immer was mit Ball machen und ist auch heute noch so, dass ich laufen und und schwimmen oder so, mache ich alles nicht so gerne wie einfach irgendwas mit einem Ball in der Hand und dann ist es egal, was für eine Sportart ist. Und dann hat das irgendwann angefangen, dann habe ich irgendwann in Mühlauf angefangen und dann wurde das immer mehr und dann wollte ich eigentlich Fußballer werden und dann hat das aber nicht sofort geklappt und dachte mir, probiere ich es mit Volleyball und dann ging das immer weiter bergauf, Strich. Und bin dann irgendwann nach Kempfenhausen gekommen und dann ging es da auch irgendwie immer weiter. Dann hat mich Unterhaching irgendwann gefragt, ob ich mit, ich glaube 17 war ich, ob ich erste Liga spielen will. Und ich, ja, mei, was kann passieren? Ja, probier mal's. Gab es dann noch einen anderen Libero? Nee, ich war der Einzige. Ich wurde da wirklich ins kalte Wasser geschmissen und dann war das erste Jahr erstaunlich gut. Und dann haben sie natürlich am Anfang haben sie mich alle Mannschaften getestet und irgendwann haben sie mich dann in Ruhe gelassen. Und dann seitdem spiele ich erste Liga und irgendwie hat sich immer so weiterentwickelt. Und ich habe da auch nie in so einen 5-Jahres-Plan oder irgendwas gehabt. Mein Ziel war immer Olympia. Das habe ich schon als, ich glaube, 14-, 15-jähriger meiner Mama immer gesagt und die meinte immer nur, du hast einen Vogel. Mal schau erstmal, dass du ungefähr die Schule fertig machst und dann schau mal weiter, was das als nächste Schritt ist. Und irgendwie war ich ja immer kurz davor und ich hoffe insgeheim noch, dass ich es irgendwann mal vielleicht schaffe. Ist natürlich nicht mehr so viel Zeit dafür. Jetzt die nächsten Olympischen Spiele in Tokio haben wir uns nicht qualifiziert. In dann 3, 3,5 Jahren in Paris. Weiß ich nicht, ob ich da noch gut genug bin, ob ich eingeladen werde. Werd mal sehen. Wie lange ist denn dein Vater schon Trainer? Boah. Lauf 35 Jahre vielleicht. Also der hat relativ spät als Volleyballtrainer, glaube ich, angefangen im Studium, so mit 25, 30. Aber deine Eltern waren jetzt keine Profis oder so? Die waren nicht Profis, aber auch gehobene Amateure. Okay. Also, und weil es ist ja schon auch interessant, dass dann nur Volleyballkinder rauskommen, die alle auch ganz gut sind. Ja, das war irgendwie dann, haben sie uns gute Gene mitgegeben, dann waren wir alle ehrgeizig. Klar, also ich habe sehr, sehr viel von denen gelernt, auch
denke ich mal, meine Brüder dann von mir, wenn wir immer im Garten gegeneinander gespielt haben. Auch meine Schwester hat immer dann mitgemischt und es war halt irgendwie so, wir haben halt im Garten Volleyball gespielt und nicht irgendwas anderes. Schon sehr fies, aufmerksam. Schon fies, ja. Ich glaube, bei 10 Euro mache ich da mal eine kurze Pause, dann sage ich was anderes. Nee, und irgendwie haben wir halt dann immer Volleyball gespielt und dann die Rosen zerschossen und dann haben wir halt irgendwann mal wieder Anschluss bekommen, aber irgendwie konnte unsere Mama halt auch nicht so böse sein, dass sie es uns ganz verboten hat und dann hat sich das halt irgendwann entwickelt. Ja, du hattest, glaube ich, auch mal gesagt, oder dann Hannes, dass ihr beide mal unbedingt in einer Mannschaft spielen wolltet. Das habt ihr ja jetzt in Herschen geschafft. Jetzt ist vielleicht auch die Nationalmannschaft irgendwie. Ist das noch eine Perspektive? Das wäre natürlich noch cooler, im Nationaltrikot wirklich nebeneinander zu stehen. Woran hängt es denn da eigentlich? Ob ich nochmal eingeladen werde. Ja, ob der Trainer noch mit mir auf mich baut oder stand jetzt. Oder bei der Olympia-Quali hat er eben auf den Julian Zenger aus Berlin, was auch völlig verständlich ist, aber hat er mir so durch die Blume gesagt, was ich aber auch nicht von ihm erfahren habe, sondern über andere, dass ich in Herrsching spiele und das eben nicht ausreicht, so ungefähr als Verein. Ach, das ist der Grund. Hab ich so deine Skills vielleicht? Nee, habe ich so gehört. Aber mal so ist es halt. Ich habe mich auch wissentlich dazu entschieden, meiner Meinung nach nicht. Es war dann irgendwie so, ja, die Liberos in Berlin, Friedrichshafen, die natürlich beide sehr gut sind, haben mehr Spiele auf hohem Niveau, was aber eigentlich auch nicht stimmt, weil sie bis dahin auch keine Champions League nichts hatten. Also die haben gegen die gleichen Gegner gespielt wie wir und haben aber nicht gegen Berlin und Friedrichshafen gespielt, sondern ich schon. Ja. Und ob ich jetzt vor einem Jahr mal gegen einen guten Gegner gespielt habe, weiß ich nicht, ob das so viel ausmacht. Ich habe auch viele Jahre gegen gute Gegner gespielt und ich kann mir jetzt nicht merken, wie der Aufschlag war, sondern ich muss es einfach spüren wieder. Also es bringt mir nichts, wenn ich vor 4 Jahren einen guten Aufschlag angenommen habe, dass ich dann wieder da bin. Aber es hat mich schon ein bisschen getroffen auch. Und vor allem, ich habe da auch nicht die gleiche persönliche Rückmeldung bekommen, sondern musste da irgendwie oft nachfragen. Habe das dann eben vom Christian Dünnes, der hat mir das dann so ein bisschen erklärt, hat es natürlich auch nicht so ausformuliert, aber das ist das, was ich so verstanden habe und ich glaube auch, was der Trainer so ungefähr gemeint hat. Der war ja auch mal hier zu Gast, der André Gianni. Ja, vielleicht war auch mein Fehler damals, dass ich gesagt habe, dass ich jetzt erstmal mich aufs Studium konzentriere, ich weiß es nicht, aber also ich fand es jetzt nicht als Fehler und ja, natürlich musst du auch mal auf den jungen Spieler dann schauen, aber schlussendlich sollten immer die Besten spielen und nicht die, die die Jahre davor dabei waren, weil sonst hätte ich auch Olympia spielen müssen, sondern wo ich auch. Also ich glaube, 6 Jahre am Stück kaum ein Spiel gefehlt und war dann 2 Spiele, bevor Olympia angefangen hat, mich der Trainer aussortiert. Deswegen, so ist es halt manchmal im Sport, aber es ist halt nicht schön. Jetzt ist es ja auch, dass dein Konkurrent, kann man ja sagen, Markus Steuerwald eigentlich, der, ich glaube, ein Jahr jünger ist oder so, aber eigentlich seid ihr auch dann ziemlich immer auf demselben Niveau. Wie ist da euer Verhältnis? Seid ihr Freunde oder ist dann doch eher... Das ist eigentlich ziemlich gut. Er hat mir auch heute einen Kinderkissitz fürs Auto mitgebracht von einem ehemaligen Mitspieler von uns beiden. Ja, der hat als Kurier gedient. Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwas neiden oder so. Nee, wir verstehen uns super. Ich verstehe ihn noch mit meinem Bruder noch ein bisschen besser, weil ich natürlich mehr Kontakte noch zu Patrick hatte. Aber ja, ich meine, wir können beide nichts dafür, dass wir zur gleichen Zeit in Deutschland waren und gleich gut sind. Also das ist einfach... Pech für uns beide, aber ich freue mich immer gegen ihn zu spielen. Es ist auch immer dann auch gibt es immer wieder mal kleine Wortgefechte, aber das ist nie böse oder so und es ist jetzt nicht so, dass wir uns nicht anschauen würden. Also. Der Patrick Steuerwald hat auch im SZ-Interview gesagt, als er gefragt wurde, was eure größte gemeinsame Niederlage ist, hat er das auch erwähnt und dann, das war unser schlimmstes Erlebnis und du, auf der Rückfahrt haben wir nur geschimpft und er dann noch ein Bier getrunken. Also für seinen Bruder hat er sich wahrscheinlich in dem Moment eher nicht so gefreut. Das weiß ich gar nicht, ob er in dem Moment an seinen Bruder gedacht hat. Ich glaube, da hat er erstmal an sich gedacht. Das war eben die Situation, dass wir zur Nationalmannschaft gefahren sind in Heidelberg und eben, ich weiß gar nicht, war wahrscheinlich die restliche Vorbereitung vor Olympia. Und es wusste natürlich keiner, wer mitspielt. Wir waren, ich weiß es nicht mehr, 15, 16 Spieler. 12 dürfen mitfahren und jeder ist halt davon ausgegangen, dass jetzt noch einen Monat zusammen trainiert wird und danach wird entschieden, wer spielen darf und wir sind hingefahren und haben dann eigentlich am Nachmittag erfahren, ja, er macht jetzt mit den 12 Spielern weiter und wir können wieder nach Hause fahren. Am gleichen Tag oder am Tag danach, ich weiß gar nicht mehr. Dann waren wir halt natürlich ziemlich angepisst und hat auch keiner von unseren Mitspielern irgendwer verstanden, was das jetzt für eine Entscheidung war, da hätten wir gar nicht hinfahren müssen. Und das war eben Lukas Bauer, Patrick Steuerwald und ich und dann haben wir natürlich geschimpft. Der Rückfahrt oder ins eine oder andere Bier
die Beifahrer getrunken. Natürlich, der Fahrer war nüchtern. Hat man das dann irgendwie auch sportlich begründet? Nee, das haben wir erst so. Nee, eigentlich haben wir es nie wirklich erfahren. Der Vital Heinen war damals Trainer, hat sich auch zumindest bei mir entschuldigt danach, dass es nicht in Ordnung war, aber es bringt mir natürlich auch nicht viel. Was würdest du denn sagen, sind so vielleicht, wo du besser bist als Markus oder auch wo Markus besser ist als du? Oh, das ist ganz schwer. Früher hieß es immer so, ich bin ein bisschen besser in der Annahme, er ist besser in der Abwehr, ich bin ein bisschen besser im Zuspiel. Ja, kann schon sein, er ist ein wahnsinnig guter Abwehrspieler, aber er ist auch in der Annahme nicht schlecht. Also oftmals ist es einfach tagesformabhängig oder man hat mal ein bisschen Glück oder man hat einen Lauf. Also es ist nicht so, ich könnte jetzt nicht sagen, wer besser ist oder wer schlechter ist. Also kann man auch, glaube ich, nicht jetzt von irgendwelchen Zahlen ablesen, weil die Zahlen von uns eigentlich immer gleich waren. Das war halt immer, einmal hat der gespielt, einmal hat der andere gespielt. Das war jetzt nie so, dass ich habe viel gespielt, weil der Trainer damals, der Raul Lozano, viel auf mich gehalten hat und nicht so zufrieden war mit Markus körperlicher Statur. Aber das ist natürlich auch irgendwie eine Sache, was nicht fair ist. Manchmal, wenn er so lange die Leistung auf den Platz bringt, ist scheißegal, wie man aussieht, ob man jetzt 1-2 Kilo zu viel hat oder nicht. Ich meine, der Spieler muss sich wohlfühlen und er muss seine Leistung bringen. Die Leistung war eigentlich da, aber da hat halt der Trainer anders entschieden und dann hat er, also das ist immer so eine Sache. Ich würde jetzt nicht sagen, dass einer besser ist als der andere. Kann man dann nicht auch 2 Liberos mitnehmen zu Olympia oder macht man das eher nicht, weil man dann... Ja, das hat man damals noch nicht so gemacht. Jetzt im Nachhinein hat der Trainer auch gesagt, hätte das mal gemacht. Also es ist schon so, weil dass... Markus mal einen schlechten Tag hat. Nicht nur deswegen, aber oftmals, also normalerweise gehst du dann nicht mit 2 Liberos, sondern 1 Libero und der andere Libero ist als Außenangreifer verkleidet. Also wird natürlich nicht Außenangreifer spielen, aber es wird halt oft eingewechselt für die Annahme, weil du halt oft... Also Annahme ist einfach extrem wichtig im Männersport und... da brauchst du einfach eine gute Annahme und angreifen können viele. Aber es ist halt oftmals, ich habe noch nicht Volleyball gesagt, jetzt habe ich es gesagt. Ja, da musst du nicht 2 Striche machen. Ich höre es nachher nochmal nach. Okay, gut. Also es war natürlich schade, dass man dann so ungefähr das Spieler Nummer 13 ist und 12 dürfen mit. Hast du dann irgendwie zur Entspannung oder um runterzukommen Holzarbeiten gemacht? Nee, damals noch gar nicht. Wann hat das angefangen? Basti Gnaz hat gefragt, ja, weil ich wusste, dass du eine Schreinerausbildung anfängst. Ich wusste eine Frage, dass eine Frage von ihm kommt, der hat mich schon vorgewarnt. Ich dachte nicht schon, dass das seine wird. Ich weiß gar nicht, ich glaube vor 2-3 Jahren habe ich angefangen. Wahrscheinlich vor 3 Jahren, als wir in die Wohnung gekommen sind. Das ist eine neue Wohnung in München und da habe ich ein bisschen angefangen, ein bisschen rumzubasteln und habe dann gemerkt, dass mir das eigentlich voll Spaß macht und habe immer mehr gemacht. Jetzt bin ich gerade dran, unser Bett neu zu bauen, ein großes Bett und ja, es macht voll Spaß, aber ich glaube, dass ich eine Schreinerausbildung mache, so viel Zeit habe ich nicht mehr. Ich würde dann auch mal gerne, also dauert ja nochmal 2-3 Jahre und dann muss man noch Meister machen, keine Ahnung. Also. Wie darf man sich das vorstellen? Hast du da echt ein Zimmer mit einer Werkbank oder wie? So viel Platz? Es wäre schön, wenn wir so viel Platz hätten. Am Anfang habe ich wirklich auf dem... Um Bett zu bauen, war man ja, nee, das habe ich nicht Platz. Zu Hause gebaut. Am Anfang, ich habe auch ein Bücherregal gebaut, das habe ich halt dann wirklich im Wohnzimmer gemacht und da war meine Freundin natürlich nicht so happy, dass ich da geschliffen habe, irgendwas gebeizt habe und dann auch während eine Freundin von ihr da war, angefangen habe mit einem Schleifer zu schleifen und einem Exzenterschleifer, der sau laut ist und das hat sie natürlich nicht so, als sie sie unterhalten haben, das fand sie nicht so lustig. Nee, aber jetzt bin ich eigentlich immer in der Werkstatt, am Ostbahnhof, da gibt es eine offene Werkstatt, das HAI, das Haus der Eigenarbeit und da kann man hingehen und dann zu den Öffnungszeiten, dann kann man alle Maschinen nutzen, die Werkbänke nutzen und die helfen einem auch und dann bin ich da schon fast Stammgast, also die kennen mich alle, wissen auch, was ich mache, kennen auch meinen Wikipedia-Eintrag, haben sie irgendwann mal nachgeschaut und dann habe ich da jetzt ein Bett gebaut. Und da baust du Gegenstände nach Bedarf oder einfach, worauf du Bock hast? Ja, nach Bedarf und viele Geschenke habe ich gemacht, Schneidebretter, alles mögliche, Bilderrahmen, Stifte gedrechselt, also alles, was man was Spaß macht und wo man nicht studieren muss oder irgendwas anderes machen muss. Wo kriegst du das Holz her? Gehst du in den Wald? Und ja, das ist ja verboten. Ich habe dich noch nie mit so einem Holz... Nee, es ist ja auch verboten. Das Holz muss ja auch trocknen und alles. Also es ist schon kompliziert. Nee, das kaufe ich im Holzhandel oder halt finde es in der Restekiste deiner Werkstatt oder wir haben zu Hause noch Holz, was ich dann benutze. Und dann wird das halt irgendwie so hergerichtet und dann wird da was Schönes draus gebaut. Ich kann mich auch nicht trennen vom Holz. Das heißt, viel Holz ist dann im Kofferraum vom Auto oder irgendwo im Haus, in der Wohnung steht jetzt nichts mehr, das musste ich alles rausmachen, deswegen war jetzt lange im Auto,
Und das musste ich auch rausmachen. Das heißt, das steht jetzt bei meinen Eltern daheim in der Garage, weil ich jetzt meinen eigenen Platz bekomme für mein ganzes Holz. Hab ein bisschen meine Brüder jetzt auch angesteckt mit dem Holzwerken und Stifte, Drechsel und Sachen dort. Und die machen auch ein bisschen mit. Und ja, macht einfach Spaß. Ist was anderes, nicht am Computer sitzen, nicht irgendwas lernen. Und man schafft irgendwas mit seinen eigenen Händen. Wenn du dich entscheiden müsstest, Verein wechseln oder Schreinerausbildung, was würdest du machen? Definitiv Schreinerausbildung erstmal. Und dann kann ich immer noch einen Verein wechseln. Dann warst du es aber mit Olympia wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ich habe auch mit ein paar Leuten schon drüber geredet, die meinten, ich sollte das einfach als mein Hobby lassen, weil wenn man was zum Beruf macht, dann weiß man auch nicht, ob das, dann muss man es wirklich tagtäglich machen. So kann ich es halt machen, wenn ich Lust drauf habe. Und ja, ich glaube, dass das einfach ein Hirngespinst ist mit einer Schreinerausbildung, aber ich weiß, ich sage mich jetzt nicht mehr nie, aber ich denke eher, dass ich das irgendwie so nebenher mache und da meinen Spaß habe. Und jetzt haben wir auch angefangen, irgendwie so Babysachen zu bauen aus Holz und das macht mir auch voll Spaß. Ja, du erwartest jetzt nämlich ein Kind. Genau, ja. Das kommt auch sogar. 10. Dezember ist der geplante Termin von unserem Sohn und da bin ich mal gespannt. Ach, ist ein Sohn? Mit einem Sohn, ja. Habt ihr schon einen Namen? Haben wir, kann ich aber jetzt noch nicht verraten. Okay. Der ist noch geheim. Also wir haben nämlich natürlich Rücksicht. Zu 80% einen Namen, würde ich sagen. Ich bin mir sicher, meine Freundin ist sich noch nicht ganz sicher, aber ja, es wird ein normaler Name, sag ich mal, nichts Besonderes. Welcher ist denn auf Platz 2? Welcher Name? Den kann ich auch noch nicht sagen. Kannst du auch nicht sagen. Aber ist auch schon geplant, es wird ein Profi in diesem geilen Sport. Schauen wir mal, also der darf natürlich machen, was er will. Hauptsache es ist was mit Ball. Nein, ich meine, der soll gesund sein, soll sich bewegen, wenn er Lust hat auf was, soll er es machen, wenn nicht, dann nicht. Ich werde sicher ein Vater sein, der viel Sport mit ihm macht und Fußball spielt und andere Sportarten mit ihm macht und laufen geht oder Tischtennis. Also ich bin ja auch sportbegeistert, deswegen glaube ich, dass ich da schon ihn ein bisschen anstecken werde. Aber ob er jetzt irgendwas mal professionell macht, das ist ja auch nicht wichtig, sondern er soll da Spaß dabei haben. Und dann schauen wir weiter, was er macht. Bist du irgendwie schon aufgeregt oder bist du dich schon am Vorbereiten? Ja, wir sind eigentlich fertig. Die Erziehung läuft. Ja, Erziehung haben wir, das wird einfach irgendwie passieren. Nee, sonst haben wir, glaube ich, so alles, einigermaßen alles, was man so an Grundausstattung braucht. Und wenn wir uns da irgendwas fehlt, haben wir noch viele Freunde, die jetzt auch so in der gleichen Situation sind. Oder unsere Eltern schenken uns noch was oder was weiß ich. Also die haben schon alle angefragt, was wir noch brauchen. Und wir brauchen eigentlich gar nicht mehr so viel. Ich hoffe jetzt nur, dass er noch sich bis Dezember Zeit lässt, weil ich bis Ende November meine Masterarbeit abgeben muss. Dann würde ich gerne noch alleine schreiben und dann kann ich mich ganz ihm widmen. Und ja, dann schauen wir mal, wie es wird dann auch mit dem Schlafentzug und allem. Aber ich glaube, dass es eine super coole Zeit wird. Ich habe ja relativ viel Zeit neben Volleyball dann, weil ich dann wieder seit, ich glaube, seit sieben Jahren das erste Mal wieder reiner Volleyball-Profi bin. Ohne Studium oder irgendwas. Du siehst dann in Elternzeit. Praktisch, Elternzeit, Profi-Volleyball, genau. Aber du hast doch jetzt noch einen anderen Job. Genau, ich schreibe meine Masterarbeit bei Infineon. Mhm. Das ist mein Job praktisch. Was machen die? Halbleiter. Okay. Also alles mögliche, Memory-Chips für den Computer, fürs iPhone, Sicherheitschips für Kreditkarten, für den Ausweis. Was ist das Thema deiner Masterarbeit? Eine mathematische Optimierung von Auftragsfertigern und die Produktallokation bei denen. Ich muss jetzt gerade auf Deutsch übersetzen, weil ich schreibe auf Englisch. Englisch? Ja. Macht Spaß? Geht so. Gerade macht es ein bisschen mehr Spaß. Also ich bin fertig mit dem Modell, mit dem mathematischen Modell. Und die Ergebnisse sind da. Also ich muss jetzt eigentlich in Anführungszeichen nur noch runterschreiben. Das Ganze bin so bei, weiß ich nicht, 70-75%. Habe jetzt noch 3 Wochen knapp, also es wird schon hinhauen. Aber danach reicht es auch erstmal und Studium war cool, aber irgendwie habe ich jetzt auch keine Lust mehr, irgendwie noch Arbeiten zu schreiben. Das ist irgendwie nicht so spannend. Was war das für ein Studium? Ich habe einen Bachelor Internationales Management studiert und dann Master Digital Technology Entrepreneurship an der Hochschule München. Ein rein englischsprachiger BWL-Master mit Schwerpunkt Digitalisierung, Technik und so ein bisschen Unternehmertum. Und ja, war schon cool, aber reicht jetzt auch mit dem Studieren. Aber wir sind jetzt auch nicht dann direkt danach ins Arbeitsleben. Irgendwie nicht so, nicht so ganz. Also klar, das Arbeiten hat super Spaß gemacht. Ich war jetzt über 4 Jahre dann bei Infineon. Aber jetzt will ich erstmal dann für unseren Sohn da sein und danach schauen wir mal weiter. Im Sommer vielleicht noch ein bisschen reisen mit dem Kleinen und der Freundin. Und danach weiß ich noch nicht, ob ich dann das. Also so ein Traum wäre, Teilzeit arbeiten, noch Teilzeit in Anführungszeichen Volleyball-Profi sein.
Ob das dann noch mit Kind geht, weiß ich nicht. Das müssen wir dann einfach mal spontan schauen. Hast du ja auch bis jetzt gemacht als Werkstudent, oder? Genau. Jetzt anfangs Werkstudent, also ganz am Anfang Praktikant, dann Bachelorand, dann Werkstudent, jetzt Masterand. Aber ich war seit März genau dreimal in der Firma. Wir sind alles im Homeoffice. Das ist schon cool auch, dass man so die Freiheiten hat. Ich kann auch immer ins Training gehen und alles. Und ich bräuchte natürlich auch, wenn ich weiter Volleyball spiele, einen Job, die da ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Aber ich glaube, heutzutage gibt es ja schon viele Firmen, die da auch Rücksicht drauf nehmen. Jetzt ist es ja so, dass die meisten Spieler und Profis studieren entweder am Anfang ihrer Karriere wie Tim oder halt danach. Du hast irgendwie mit 27 angefangen nochmal, oder? Du bist mit 26 zu Herrsching. Ja, ich habe davor schon angefangen. Ich habe Ach, in Polen schon? Ja, da habe ich auch schon studiert, 2013. Das war so eine Art Fernstudium mit Präsenztagen. Ich habe natürlich, während ich in Polen war, nicht so viel studiert, aber ich konnte eine Webseite programmieren und sowas. Das habe ich dann in Polen gemacht, da habe ich mir Zeit gelassen. Aber ich habe 2013 mit dem Bachelor angefangen, da war ich 24, also auch nicht so alt. Krass, ich dachte, ich war älter. 25, knapp 25, ja. Bisschen mit Druck von meiner Freundin bekommen, dass ich mal was Richtiges mache, aber. Ach, echt? Ja, hab's auch nicht bereut, ehrlich gesagt. Hat schon richtig Spaß gemacht, das Studium auch, und lief auch ganz gut. Willst du auch das nach deiner Karriere weitermachen, beruflich oder vielleicht auch Schreiner? Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Habe ich mir noch nicht so Gedanken gemacht. Wahrscheinlich wäre es lukrativ, einfach weiterzumachen. Aber dann hat es anscheinend nicht so Bock gemacht. Das hat super Spaß gemacht, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, irgendwie 40 Stunden zu arbeiten. Ich würde halt eben gerne 20 Stunden ganz gutes Geld verdienen und dann halt noch Volleyball oder was anderes nebenher. Aber ist ja heutzutage auch alles möglich. Muss man einfach mal schauen, was es dann so gibt. Ich habe Gott sei Dank jetzt ein bisschen was angespart die letzten Jahre, dass ich jetzt nicht sofort arbeiten muss. Deswegen ist das eigentlich eine ganz schöne Situation, dass man jetzt erstmal nur Volleyball spielen, dann kommt man auch über die Runden und dann noch Angespartes hat und dann kann man erstmal ein bisschen Papa sein und dann schauen wir mal nächstes Jahr, was ich dann mache. Was ist denn die am häufigsten gestellte Frage, die dir gestellt wird? Nach dem Spiel, meinst du? Generell auch. Generell? Weiß ich nicht. Weil ich habe zum Beispiel viele Fragen so in die Richtung bekommen, zum Beispiel von Lenny Grafen, wie lange hast du noch vor zu spielen? So nach dem Motto, ich meine, du wirst jetzt 32 und irgendwie scheint das ein Alter zu sein. Da hat der schon auf meinem Platz. Ich weiß nicht. Nein, also. Oder ist das so ein. Ich meine, du bist jetzt 32 und ich glaube, aber auf dem Niveau kannst du bestimmt noch 10 Jahre spielen. 10 weiß ich nicht, aber wenn es mir körperlich so gut geht, würde ich sagen 5, auf gar keine Probleme. Aber ob man das natürlich will, ist halt oft die Frage. Viele hören halt dann mit Anfang, Mitte 30 auf, weil sie eben noch ins Berufsleben wollen und. Oder dann erstmal studieren müssen. Also, das habe ich ja dann schon hinter mir. Also, ich kann ja trotzdem. Auch wenn ich irgendwie schaffen würde, nebenher zu arbeiten, noch länger zu spielen, also dann länger spielen und dann erst, als ich mit 38 anfange, habe ich auch schon 10 Jahre Berufserfahrung fast. Also es ist ja nicht so, dass ich dann bei null anfange. Wenn ich natürlich bis 35 spiele, dann studieren anfange und dann mit 40 anfange, wäre halt blöd. Aber ich weiß nicht, ich habe ehrlich gesagt, schaue ich jetzt von Jahr zu Jahr. Noch macht es mir super viel Spaß und ich auch nach der letzten Saison konnte man eigentlich auch nicht aufhören, so ohne Fans und so. Es macht auch keinen Spaß und ich weiß auch nicht, ob ich nach der Saison aufhören kann, weil das war auch irgendwie nichts Richtiges dann, höchstwahrscheinlich. Was sonst am öftesten gefragt wird, also ich persönlich nicht, aber die meisten anderen, ob wir Basketball spielen. Also wenn ich immer irgendwelchen größeren Leuten und irgendwo unterwegs bin, heißt es immer, seid ihr eine Basketballmannschaft? Das ist so die erste Frage. Das nervt. Ja, ich wäre froh, wenn mich mal jemand fragen würde, ob ich Basketball spiele. Das hat jetzt, glaube ich, noch niemand gemacht. Wurdest du schon mal gefragt, ob du Volleyballer bist? Ja, nur wenn sie mich kannten. Kennt man dich in Deutschland eigentlich? Ja, seltenst. Also es passiert hin und wieder mal natürlich, aber nicht oft. Nicht mal so in München irgendwie, ist ja schon auch noch... Ja, aber die müssen mich dann schon wirklich kennen. Also die müssen mich wirklich kennen oder oftmals waren sie auch bei unseren Spielen und natürlich rechnest du oftmals nicht mit dem Spieler dann oder mit mir dann irgendwo im Restaurant oder so, aber es ist schon ein, zwei Mal passiert, dass mich im Restaurant wer angesprochen hat. Auch als ich mit dem Herrschinger unterwegs war, die fanden das natürlich dann so, boah krass, die haben dich erkannt. Und das wär, in Polen ist es ein bisschen öfters passiert natürlich. Ich wollte gerade fragen, kriegst du noch Fanpost oder sowas aus Polen? Nee, da ist alle Stricke oder alles gibt's nicht mit mir. Also im internationalen? Nee, das hat sich auch so ein bisschen gelegt, seitdem ich jetzt nicht mehr Nationalmannschaft spiele. Da bin ich so ein bisschen weg vom Bildschirm. Okay, von der Bildfläche verschwunden. Von der Bildfläche verschwunden, vielleicht auch jetzt einfach nicht mehr so attraktiv für die ganz jungen Mädels wie mit Anfang 20. Die haben sich jetzt natürlich andere, keine Ahnung, wie den Tim, wie den Hannes ausgesucht.
Ist auch okay, das war. Habe ich lange genug mitgemacht. Der Hannes ist schon hübscher. Tim sowieso. Ja, Tim sowieso und Hannes, ja. Nee, natürlich, die sind einfach alle jünger und ist ja auch schön, dass sie auch mal ein bisschen Ruhm abbekommen. Wäre ja schade, wenn immer sich alles auf mich fokussiert. Wo willst du denn nochmal hin mit dem GCDW? Auf jeden Fall in den Audidom. Da hätte ich noch Bock, echt viele Spiele zu machen. Dann natürlich ins Halbfinale. Und dann noch. Also das Wort Meisterschaft nimmst du noch nicht in den Mund. Ja, das ist gleich noch ein bisschen vermessen. Da müssen wir schon noch ein bisschen trainieren, noch ein paar. Aber hast du keine Vision? Ja, aber ich bin auch immer warst ein bisschen. Deutscher Meister? Nee. Immer nur Vize. Immer nur Vize waren, wir waren dreimal Pokalsieger. Ist auch schön, aber so eine Meisterschaft fehlt eigentlich noch. Aber ich kann man jetzt auch nicht planen, das ist nicht so einfach. Aber ich meine, es ist schon nochmal, es ist ein Riesenschritt ins Halbfinale, aber es ist noch ein riesen größerer Schritt, dann auch Meister zu werden. Das haben wir auch in Unterhaching immer gemerkt. Also wir waren eigentlich immer im Halbfinale, aber dann noch, oder ins Finale zu kommen, ist schon schwer. Und dann im Finale noch zu gewinnen, das ist nochmal noch so ein Riesenschritt. Vor allem, weil damals Friedrichshafen einfach so die Übermannschaft war. Und die jetzt auch teilweise Berlin war. Deswegen, es wäre natürlich super schön, nochmal einen Titel zu gewinnen, aber ich träume jetzt nicht jede Nacht davon. Dann habe die Vision an meiner Zimmerdecke oder Zimmerwand stehen. Meister 20, 25 oder so, keine Ahnung. Komisch, ja. Vielleicht ist es ja in 2 Jahren meine Vision. Ich dachte, du bist nochmal richtig motiviert irgendwie. Ja. Ich bin auch so motiviert, ich muss ja nicht Meister werden. Auf ein Spiel zu Spiel denken, oder? Ja, nein, das auch nicht, aber ich will einfach, ich bin auch ein bisschen Realist, wie ich will natürlich jedes Spiel gewinnen, bin auch sauer, wenn wir ein Spiel nicht gewinnen oder auf England. Also wenn wir nicht gewinnen und der Gegner war besser, dann bin ich nicht so sauer, aber wir werden ein Spiel verlieren, was wir eigentlich gewinnen hätten können, weil nur weil wir halt irgendwie in Anführungszeichen zu dumm dazu waren. Das regt mich dann schon auf, aber ich bin auch so in der Hinsicht Realist, dass wenn alles normal läuft, klar können wir Berlin in einem Spiel oder in 2 schlagen, aber wenn es halt 5 Spiele sind, dann gewinnst du normalerweise nicht. Oder auch gegen Friedrichshafen können wir natürlich heute Abend können wir schlagen, aber auf lange Sicht sind die höchstwahrscheinlich schon die bessere Mannschaft. Aber so auf ein Spiel weiß man nie, deswegen ist vielleicht Pokal auch immer einfacher. Also nochmal ein Pokalsieg. Und nochmal ein Pokalsieg. Wird auch nicht schaden. Haben wir natürlich. Ist machbar. Ich meine, wir haben ein Heimspiel gegen Gießen. Danach Auswärtsspiel in Berlin, da sind wir immer stark. Also keine Ahnung. Also, wenn wir Berlin auswärts schlagen, können wir auch das Finale gewinnen. Also das ist dann in unserem Losglück immer. Der Valentin hat noch gefragt, wann du eigentlich gemerkt hast, dass du wahrscheinlich Libero-Spieler sein wirst und nicht zu höherem bestimmt bist. Letztes Jahr vielleicht? Nein, also ich wollte natürlich immer eigentlich Außenangreifer werden oder auch Zuspieler und dann war irgendwie damals mit 14, kurz bevor ich aufs Internat gekommen bin, war eben die Frage, gehe ich aufs Internat als dritter Zuspieler und weiß überhaupt nicht, ob ich irgendwas mache da oder gehe ich als erster Libero, weil der andere Libero, der noch war, der wollte nicht aufs Internat gehen. Internat? Wie alt warst du da? 14. Okay. Aufs Volleyball-Internat Kämpfenhausen bin ich da gegangen und dann war ich natürlich so geringster Widerstand, mache ich einfach erster Libero erstmal, spiele auf jeden Fall und dann hat sich das irgendwie so weiterentwickelt, dann war ich dann ab da Libero und dann durfte ich auch nie mehr Zuspieler machen, es sei denn, hat sich irgendwie verletzt oder so, aber ich meine, ich habe immer davon geträumt, noch ein bisschen zu wachsen. Die Ärzte haben gemeint, ich kann zwischen 1,78 und 1,88 kann ich alles werden. Jetzt bin ich genau in der Mitte eigentlich so. Deswegen. Das ist 84 oder so? Ja, 84,5. Bestehe ich auch drauf, weil der Hannes ist 1,84. Ja, und deswegen, da fehlen mir halt so 5 cm, dann fehlen mir Sprungkraft noch ein bisschen was, um es aufs ganz hohe Niveau zu schaffen. Und wenn du jetzt noch ein paar Jahre außen trainierst, hast du ja schon noch, spielst du so dahin bei einer Mannschaft? Auch, das ist auch mein Ziel, genau, dass ich dann über die Trainingsleistung dann nochmal zu der Berliner als Außenangreifer komme, über kurz oder lang. VCO oder was? Als Co-Trainer, genau. Nein, ich meine, da bin ich jetzt schon realistisch genug, dass das nichts wird, aber man kann ja trotzdem trainieren und auch die Ziele haben. Und als Jugendlicher wollte ich natürlich immer alles schaffen, vieles davon habe ich erreicht, nicht alles, aber das ist ja auch normal und glaube ich auch gut so, dass man sich da ein bisschen was vornimmt, was jetzt, wo manche Leute vielleicht einen belächeln am Anfang, aber das meiste habe ich eigentlich erreicht, was ich damals wollte. Ansonsten könntest du dir auch eine Trainerkarriere vorstellen, habe ich in der SZ gelesen. Ja, zumindest schließt du es nicht aus. Schließt natürlich nicht aus. Ob ich das mal machen werde, keine Ahnung. Also klar bin ich auch jetzt schon
so eine Art Co-Trainer, der da für die Annahme verantwortlich ist, für die Abwehr, der den Spielern versucht zu helfen. Einfach weil ich die Erfahrung habe und weil ich irgendwie auch der Typ dazu bin, da immer irgendwas in meinen Senf dazu zu geben, zu allem Möglichen. Aber gerade Stand jetzt kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, irgendwann mal komplett Cheftrainer zu sein. Ich weiß nicht, dann wieder jedes Wochenende in der Halle zu sein. Das ist ja eigentlich wieder der gleiche Rhythmus. Ich glaube, es ist schon cool, einfach mit Jungs oder mit Mädels auch, also es ist ja kein Unterschied, aber einfach mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das hält auch einem jung und macht sicherlich auch super Spaß, in so einem Team zu sein. Also mal schauen. Vielleicht dann, wenn dein Sohn alt genug ist, vielleicht nochmal heranzuführen. Vielleicht pushe ich den dann, aber vielleicht wird er auch Fußballer und zahlt dann unsere Rente. Wäre auch nicht schlecht. Also. Wie groß ist deine Freundin? 1,70. 69, 1,70. Wie hoch sind da die Wahrscheinlichkeiten? Habt ihr das schon irgendwie genetisch ausrechnen lassen? Ja, sie haben jetzt dass beim... Dass eben 2-Meter-Mann werden kann? Das ist eher unwahrscheinlich, aber wir haben beim Ultraschall gehört, dass er große Oberschenkel hat. Das haben wir da gleich gesagt. Der wird groß. Und einen großen Kopf. Man konnte definitiv bestimmen, dass es ein Oberschenkel war. Ja, ich hoffe. Weiß ich nicht. Nein, also es ist auch egal, wie groß er wird. Das werden wir sehen. Höchstwahrscheinlich wird er keine 2 Meter, aber muss er auch nicht werden. Ja. Hörst du sonst noch irgendwie Podcasts oder so? Du hast vorhin gemeint, du hörst welche. Ja, ganz viele, außer natürlich den GCW-Podcast. Den habe ich noch nicht gehört. Entschuldige mich auch. Aber höchstwahrscheinlich weiß ich eh schon alles, was der Max erzählt hat. Er hat da bestätigt, dass wir dieses Jahr im Audidom spielen. Ja, gut. Hoffe ich auch voll. Würde ich mich sehr freuen. Das Testspiel, was wir gemacht haben, war super. Nee, sonst eigentlich immer auf den Autofahrten zum Spiel oder eher ins Training höre ich viele Podcasts. Keine Ahnung, den Phrasenmäher, Fußball-Podcast. Echt? Verfolgst du auch Fußball? Ja, klar. Also jetzt muss ich dann auch aufhören, weil es 15:30 wird. Du bist auch wahrscheinlich irgendwie Bayern-Fan. Ich bin auch Bayern-Fan. Die spielen heute erst abends. Deswegen kann ich ein bisschen länger, aber eigentlich interessiert mich Sport allgemein, Fußball auch nochmal. Also kann mir eigentlich jeden Tag irgendwas anschauen. Auch schaue ich viel meinen eigenen Sport an. Viel Basketball, Handball, mal Fußball, auch Leichtathletik. Also es ist eigentlich alles. Tischtennis bin ich gerade so ein bisschen auf den Trip gekommen. Echt? Wo kann man sowas schauen? Im Internet meistens leider auch nur, aber auf YouTube irgendwelche Highlight-Sachen. Oder ich habe im Sommer viel gespielt mit dem Flo Malescher, Dani Malescher und Lukas Bauer haben wir immer auf der Theresienwiese gezockt. Das hat echt Spaß gemacht. Haben uns auch echt verbessert. Zocken macht natürlich mega Bock. Ja, aber auch das Anschauen ist halt irgendwann, wenn man so ein bisschen spielt und dann schaut man sich immer an, was die machen und dann willst du das nachmachen und es klappt halt überhaupt nicht. Das ist halt dann immer so das Problem. Sonst höre ich noch Wirtschaftspodcasts, eigentlich auf Englisch, Business Wars, Sports Wars, so Sachen. Keine Volleyball-Podcasts, Strich. Selten. Ich habe mal in Berlin reingehört. Feinheit und Spitzig. Ja, viele Grüße. Liebe Grüße, die haben irgendwann mal gesagt, dass irgendwie haben sie Herrsching nicht erwähnt, da war ich dann kurz sauer, aber nein, Spaß beiseite. Also die machen auch einen super Job. Vom Walkenhorst habe ich mal ein bisschen reingehört, aber ich habe so viel mit Volleyball zu tun, manchmal will ich auch einfach andere Sachen hören. Sind wir jetzt bei 10? Perfekt. Das war mein Ziel. Was höre ich noch? Letztens habe ich mir Podcast über Silvio Berlusconi angehört. Auch über ihn, also über ihn, seine Geschichte in Italien. Das war schon auch ganz schön krass, was der da veranstaltet hat und was dann auch passiert ist. Was halt so vorgeschlagen wird über irgendwelche Startups und solche Sachen. Guckst du auch Serien auf Netflix oder so? Habe ich früher mehr, jetzt aktuell bin ich eher auf YouTube unterwegs. Schauen wir Heimwerker-Videos an. Wenn ich nicht selber heimwerken darf, schaue ich mir an, wie andere Leute. Da gibt es auch irgendwie zu D-Max oder sowas. Nee, sowas nicht. Cousin Max. Nee, sowas nicht. Fernsehen schaue ich eigentlich nicht mehr. Nur noch im Internet, ja. Bin ich doch noch so jung, dass ich eigentlich nicht Fernsehen schaue. Ja, und sonst muss ich ja noch Masterarbeit schreiben und dann spielt man noch Volleyball und dann ist gar nicht mehr so viel Zeit. Da bist du auch guter Dinge, dass du die fertig schreibst. Muss ich, ja, abgeben. Hast du da ein Ziel für eine Note? Willst du eine 1 haben, oder? Wollte ich am Anfang, jetzt ist mir eigentlich ziemlich egal. Hauptsache fertig, die Endnote wird sich eh kaum verändern, aber natürlich will man jetzt nicht, wenn man da monatelang, wenn nicht sogar jahrelang hingeschrieben hat, dass man da dann ein 4-0 bekommt, aber ich glaube, so schlecht ist es auch nicht. Ich habe eine Zwischenpräsentation bei meiner Professorin gehabt, die war super begeistert, weil sie da vorne nichts von mir gehört hat, sie wusste überhaupt nicht, was ich mache. Ich habe da halt einfach vor mich hingewerkelt und habe dann für sie vor veränderte Tatsachen gestellt und dann war sie voll begeistert. Und hat ist es da schon so, dass du bei Leuten dann sagst, hey, ich bin eigentlich Volleyball-Profi? Ja, ich lasse eigentlich nicht raushängen, aber irgendwie, entweder kriegen sie es mit. Hat sich gerade anders angehört. Nein, also, nee, nicht deswegen. Also, die meisten wissen es dann irgendwie schon, entweder sagt es irgendwer oder sie kriegen es halt irgendwie mit mal. Aber ich sage jetzt nicht, ich brauche länger Zeit, weil ich Volleyball-Profi bin, das geht eh nicht. Aber
erstens war ich ja der Älteste im Studium und war halt dann noch Volleyball-Profi. Die haben mich eigentlich relativ in Ruhe gelassen. Die wussten, wenn Deadline ist, ist das Ergebnis da auch bei den Gruppenarbeiten. Und am Anfang wollten sie natürlich die ganze Zeit Zwischenergebnisse, hatte ich nie was. Und dann habe ich halt immer gesagt, vertraut mir einfach, ich bin alt genug, ich kriege das hin. Und am Ende war halt, hat immer alles gepasst. Aber am Anfang war natürlich so, hey, du hast das noch nicht gemacht. Ich so, ja, ich hatte jetzt keine Zeit, ich bin am Wochenende irgendwie weg, ich kann jetzt nicht. Ja, wir müssen am Samstag telefonieren. Ich so, ja, kann ich nicht. Und du kannst nicht. Ja, da bin ich beim Spiel. Also, oh. Man geht ja nicht zum Spiel. Ich so, das geht nicht. Oder ich habe Training. Meinst du jetzt, spielst du hier Kreisliga? Und ja, das haben sie schon öfters. Ich glaube auch, das allererste Gespräch mit unserer Hebamme war auch ganz lustig. Typischer Fußballer irgendwie, der. Meine Freundin gemeint, ja, der muss jetzt zum Volleyball ins Training. Und dann hat sie halt auch erst, ja, genau, hat sie erst so die Augen verdreht. Ist, ja, der macht das beruflich. Ist, okay. Weil es natürlich komisch ist, wenn ich jetzt einfach gehe, wenn die Hebamme da ist. Aber es ist halt das so. Geht ist halt nicht zum Spaß, sondern also ist schon zum Spaß, mit Spaß, aber nicht nur. Ist halt auch mein Beruf, dafür werde ich bezahlt, deswegen muss ich auch ins Training gehen. Und die fragen dann, bist du der mit dem anderen Trikot oder was? Nee, meistens, was spielst du für eine Position? Oder bist eigentlich ziemlich klein für einen Volleyballer? So, ja. Meistens sage ich dann, du bist ja noch kleiner, also nicht so schlimm. Also es ist ja doch, dass die meisten Leute kleiner sind als ich, also der Großteil. Das stimmt, oder so auch klein oft, ist man gar nicht mehr, nee, 84,5. Und oftmals, genau, die halb ist wichtig, oftmals geht man dann auf die Tribüne und dann mal der erste Spruch so, bist du ja gar nicht so klein, wie du auf dem Feld aussiehst. Ja. Das ist halt nur, weil alle anderen so groß auf dem Feld sind, deswegen schaue ich dann kleiner aus. Aber damit habe ich mich abgefunden. Wie lange hat das gedauert? Lange. Wirklich? Nein, weiß ich nicht. Also ich meine, ich bin ja schon länger nicht mehr gewachsen, deswegen, aber... Also, hätte ja schon vieles einfacher sein können. Mit 1,90 und Außenangriff. Ja, dann wäre ich wahrscheinlich Millionär geworden. So bin ich es nicht. Knapp nicht geworden. Meinst du es jetzt als Joke, oder? Nee, ich glaube, als Außenangriff und meiner Annahmequalität, wenn ich dann noch gut gesprungen wäre und groß genug gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich mehr als 1 Million verdient. Okay, dann kann ich es vielleicht verstehen, dass du da... Ja, aber das kann ich auch nicht. Also es ist halt genauso, wenn ich sage, wenn ich besser Fußball spielen hätte können, wäre ich auch Millionär geworden. Das stimmt ja auch nicht. Also hätte ich auch nicht schaffen können. Ich meine, ich kann nicht wachsen und ich kann nicht besser spielen, als ich jetzt spiele. Also, ist ja rein hypothetisch, aber. Stimmt, wer weiß, ob du dann so gut gewesen wärst. Weiß ich, vielleicht genau. Vielleicht wäre ich groß gewesen, aber wäre ein Körperklaus gewesen. Hätte mich nicht bewegen können, hätte auch passieren können oder nicht annehmen können. Also, es ist schon gut, wie es ist. Ist ja, wie gesagt, auch vorher schon, geht ja nicht nur ums Geld. Hast du dann deinem Bruder irgendwie geraten, mach mal lieber Zuspiel? Ich habe mal geraten, wachs, aber es hat auch nicht funktioniert. Nö, der hat schon von immer, also der eine war immer schon Libero oder hat Angreifer und der andere war schon immer Zuspieler irgendwie. Das hat sich von Anfang an so entwickelt. Und der Hannes hat da irgendwie, sagen wir mal, das Glück noch, so ein bisschen mehr Power als wir beide, also die anderen beiden zu haben. Und ja, macht das jetzt super. Und ich habe, das Einzige, was ich ihm geraten habe, ist, dass er zu Vereinen gehen soll, wo er spielt. Und das hat er bis jetzt gemacht und das hat man auch gemerkt, was das für einen Unterschied macht, als wenn er jetzt irgendwo, keine Ahnung, letztes Jahr schon, was ich in einen Verein gegangen wäre, wo er zweiter Zuspieler gewesen wäre. Also hat er einen Schritt nach Herrsching gemacht. Natürlich ist das auch, war das ein Risiko von Max damals, vom letzten, wo er aber gut gespielt hat. Das waren halt einfach die restlichen Mitspieler, waren halt nicht erstligareif, ihn da zu holen. Und er hat halt dann gleich voll eingeschlagen und hat merkt auch irgendwie von Spiel zu Spiel, wie er sich da weiterentwickelt. Und das ist das, was ich eigentlich jedem jungen Spieler hier sage oder die mich auch fragen, auch dem Danny zum Beispiel gesagt habe, ist wichtig, oder seinem Papa, dass er halt einfach spielen muss. Es ist egal, ob er jetzt erstmal schlecht spielt oder nicht. Es ist wichtig, dass die jungen Spieler spielen und dass die nicht auf der Bank sitzen, weil das macht ja auch keinen Spaß. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es, klar, es ist cool, auch im Fußball mal bei FC Bayern zu sein, aber wenn du dann nur auf der Bank sitzt, das ist ja auch nicht die Erfüllung. Aber also Training kann man doch auch einiges mitnehmen. Mit klar kannst du was, aber du lernst halt am meisten im Spiel einfach den ganzen Druck und alles. Also es gibt ja viele, die im Training unglaublich gut sind und sobald das Licht in der Halle angeht beim Spiel, kriegen sie keinen Ball mehr vor oder können keinen Punkt mehr machen, weil sie einfach so nervös sind oder mit dem Druck nicht klarkommen. Und das ist halt schon wichtig, das auch zu lernen im frühen Jahren. Verspürst du noch Druck vor jedem Spiel? Nicht vor, also woanders vielleicht. Nein, also ich sag mal, so ein normales Ligaspiel ist jetzt schon fast Alltag. Also ist es kein Druck, ist es eine Vorfreude. Vor allem, wenn man dann so eine Stunde vorm Spiel die Ansprache hat und dann singen wir ja zusammen und dann gehst du in die Halle und machst dich warm, das ist schon cool. Siehst dann die Fans und alles und da merkt man dann schon nochmal ein bisschen Kribbeln. Aber wie es jetzt dann wird, bin ich mal gespannt heute ohne Fans. Aber ich denke, es wird ähnlich wie ein Spiel einfach. Wie ein richtiges Spiel in Anführungszeichen. Aber also, dass ich jetzt mega nervös wäre, ist jetzt nicht mehr so. Dafür habe ich schon zu viel gesehen davor wahrscheinlich. Was würdest du denn sagen, sind auch so noch deine anderen Qualitäten oder Aufgaben, die du auf dem Feld hast, außer annehmen und abwehren?
und zuspielen. Stimmt, zuspielen. Und noch mit dem Schiedsrichter diskutieren. Ja, würdest du das als Haupt? Nein, das ist, sollte ich eigentlich nicht so viel machen. Das brauche ich leider. Da wirst du auch oft drauf angesprochen. Da werde ich oft drauf angesprochen. Ich meine es auch nie böse. Mit den allermeisten Schiedsrichtern, die, sollte ich sagen, sie verstehen es, aber mit denen kann man auch reden, das ist überhaupt kein Problem. Es sieht nicht immer so wirklich aus, als wenn er mit sich reden lässt. Ja, das bringt mich halt manchmal auf die Palme. Aber die meisten wissen ja auch, ich habe gesagt, noch oder vielen auch nach dem Spiel, dass ich mich nicht aufrege, weil ich jetzt einfach so denke, dass der Ball im Aus war, sondern ich weiß einfach, dass der Ball im Aus war. Und ich habe so viele Bälle in meinem Leben gesehen und ich bin wahrscheinlich zu 95% richtig und ich reg mich ja nicht umsonst auf. Ach so, also nur wenn du wirklich überzeugt bist, ja, dass das gerade ein Schmarrn war. Ja, nur ganz selten, wenn ich den Schiedsrichter beeinflussen will, aber das machen natürlich andere Spieler auch. Aber sonst habe ich natürlich die Aufgabe, so ein bisschen die Jüngeren zu führen, ein bisschen das Sprachrohr oder mich auch an die Taktik zu erinnern, da irgendwie die zu unterstützen, weil ich ja doch dann relativ viel Zeit habe, mich damit zu beschäftigen oder auch während dem Spiel das dann halt den Spielern zu sagen, die so ein bisschen zu führen. Hat wahrscheinlich auch eine Hannes von profitiert. Ja, manchmal ist ich ja öfter, also mindestens einmal im Spiel sagt er irgendwie, lass mich in Ruhe oder geh weg oder wirklich? So. Ja, meistens geht es halt darum, soll zum Schiedsrichter gehen oder nachfragen, also da hat er natürlich keine Lust drauf. Gab jetzt auch schon Schiedsrichter, die dann gesagt haben, ja, vorm Spiel schon, brauchst nicht deinen Bruder vorschicken, du darfst einfach zu mir kommen, wenn was ist. Und dann sage ich, na gut, besser so, als wenn ich jetzt meinen Bruder vorschicke, weil ich ja offiziell nicht mit dem Schiedsrichter reden darf. Ja, stimmt. Aber im SZ-Interview hieß es mal, du hast gesagt, der Patrick Steuerwald hat die Gabe, irgendwie Leute anzuschreien und das nicht so zu meinen. Glaube ich zumindest. Wenn du das machst, hast du nicht so das Gefühl, dass... Ja, vielleicht mache ich es auch anders, aber... Du hast ein schlechtes Gewissen. Ja, schon. Denkst du... Natürlich, also man denkt, also es macht ja keiner absichtlich, aber es nervt halt immer ein bisschen, wenn du jemanden eine Sekunde davor gesagt hast, pass auf, da kommt jetzt ein kurzer Ball und dann kommt der kurze Ball und der macht da keinen Schritt hin. Das ist halt immer so, wo ich mir denke, so... Wenn er dann hingeht und er hat ihn nicht, sage ich, okay, er hat es probiert, aber wenn es halt Leute nicht probieren, dann kann ich schon mal ein bisschen lauter werden. Aber ich meine, nach dem Training ist das auch eigentlich immer vergessen oder nach dem Spiel. Da darf auch keiner beleidigt sein. Also ich meine, wir sind ein Profisport, da muss man auch mal ein bisschen lauter werden oder muss auch mal ein Wortgefecht sein. Aber du bist auch wahrscheinlich eher einer, auf den man vielleicht hört. Ja, ich glaube schon, dass sie schon relativ viel Respekt vor mir teilweise haben. Also das merke ich schon auch, dass wenn ich mal einen schlechten Tag habe oder so, das irgendwie fühlt. Das ganze Training ein bisschen drunter leidet und ja, manchmal schaffe ich es, mich da rauszuholen, manchmal schaffe ich es nicht und dann bin ich natürlich ein schlechtes Vorbild, aber ich versuche eigentlich immer da ein gutes Vorbild zu sein. Und beim Gegner, würdest du auch sagen, da beeinflusst du die auch schon mit ein bisschen Trash-Talk oder sowas? Ja, es gibt halt manche Spieler, die kommen damit klar und manche kommen nicht damit klar. Und wenn man Gegner hat, die besser werden, wenn man sie mit Trash-Talk berieselt, dann sollte man es halt lassen. Und das habe ich auch gelernt. Und wer zum Beispiel? Darf man ja sagen, oder? Ja, ich würde mal so sagen, so ein Sebastian Gewert von Düren, der Dionalspieler, der ist im ersten Moment, wird er besser, nur wenn du ihn wirklich reizt, dann wird er fuchsteufelswild und dann wird er schlechter. Und es gibt da, du musst halt genau dieses Mittelding finden. Oder ich meine, auch manche Spieler werden einfach besser, wenn sie so wirklich angepisst sind. Und da musst du halt aufpassen. Damals gegen einen italienischen Diagonalspieler Ivan Zaitsev, den musst du halt komplett in Ruhe lassen. Und auch einen Georg Rosser, den darfst du nicht irgendwie reizen, weil der tötet dich einfach auf dem Feld. Und das haben wir halt auch gelernt, das habe auch ich gelernt. Und andere Spieler kannst du, mit denen kannst du, weißt du genau, wenn ich mit dem jetzt einen blöden Spruch bringe, der ist vorbei, das Spiel für den. Ist zwar fies, aber das ist halt einfach, ich meine, da muss man auch wenn es ein Freund ist, da macht man es normalerweise nicht so, aber auch wenn man Leute halt kennt, da macht es eigentlich noch viel mehr Spaß mit denen. Also es ist ja nicht, dass wir uns beschimpfen, sondern du kriegst halt einen blöden Spruch oder so. So, du haust halt, zum Beispiel, kannst auch mal festhauen oder irgend sowas halt, oder was war das für ein Einwurf, oder? Ist ja ein schmaler Grad zwischen Beleidigung. Ja, aber es ist ja nicht, sag, ey, du Arschloch, du hast du hier, kannst du nicht festhauen, oder das sag ich ja nicht, sondern, also da, so ungefähr, da hat er. Machst dich schon über lustig. Manchmal, aber das machen die ja auch, die machen sich ja auch über mich lustig, das merke ich ja auch. Und, kriegst du es auch ab. Ja, klar, aber das weiß ich ja, und das ist mir auch bewusst, und das macht ja gerade dann auch den Spaß aus von dem Spiel, wenn es dann wirklich hin und her geht. Kriegst du einen Ass und dann machen die halt alle dich nach und dann denkst du dir so, ja, aber das nächste Mal passiert es nicht und dann machst du es halt wieder und das ist halt einfach, das macht einfach Spaß. Krass, richtige Psychospielchen. Ja, vielleicht kommt das auch aus meiner Poker-Vergangenheit, da habe ich auch mal. Wenn jetzt so ein TSV und Daraching kommt und die kleinen Kids, dann bist du eher gebremst oder aus Mitleid? Oder? Nein, das nicht aus Mitleid, aber ich meine... Sorry, ich wollte jetzt nicht diffamieren als kleine Kids, aber nur, weil sie die jüngste Mannschaft der Liga sind. Nein, also man muss ja auch nicht immer. Also es ist ja auch nicht so, dass ich immer... Also wenn mich die in Ruhe lassen, dann lasse ich sie auch meistens in Ruhe.
Nur manchmal kommt mir halt einer blöd und dann komme ich halt blöd zurück. Ach, und echt? Dann. Es fangen auch Leute an. Ich dachte, ja, das bin nicht nur immer ich. Ja, ja. Okay. Es gibt auch Spieler, die halt. Also manche machen es vielleicht absichtlich, manche machen es nicht absichtlich, weil sie denken, dass ich dann nicht so gut spielen würde. Oder manche machen es halt aus Versehen den Fehler und die halt mich vielleicht nicht kennen oder so. Und dann, auch wenn ich schlecht gespielt habe, da spiele ich halt meistens dann besser danach. Ja, cool. Ich glaube, ich hätte alles geklärt. Ich glaube, ich auch. Willst du noch irgendwas loswerden? Nee, ich bin wunschlos glücklich. Du hast 11 Striche. Das macht 11 Euro an SOS Kinderdörfer Weilheim. Freut mich. Ich habe 5, 6,5. Macht 7. Willst du dann vielleicht auch nicht auch aufrunden? Auf 12 oder was? 15. 20. 20? Ja, es ist für die Kinder. Aber nicht aus Hachel. Nee, Weilheim. Ja, können wir gerne machen. Was mich freuen würden. Das glaube ich auch, ja. Vor allem jetzt kurz vor Weihnachten. Stimmt. Ja, cool. Dann sind wir soweit durch. Dann hätte ich ja noch ein paar Mal Volleyball sagen können. Volleyball, Volleyball, Volleyball. Ja, dich hat ja keiner dran gehindert. Ja, aber ich wusste ja nicht, wie lange wir noch. So geizig. Ich wusste ja nicht, wie lange wir noch machen. Ja? Weißt du, nicht, dass ich damit 400 Euro rausgehe. Wir sind jetzt bei einer Stunde 7. Das reicht auch, glaube ich. Stunde 7 reicht für den einen Hörer, der 2 Stunden haben wollte. Der soll sich einfach 2-mal anhören. Der hat auch gesagt, bei Max könnte er 2 Stunden zuhören. Ich weiß nicht, ob das auch für dich gelten würde. Das ist ja fies. Dann soll sich das Max einfach 2-mal anhören. Oder den Max nochmal einladen, voten. Ja, der wird eh nochmal irgendwie speziell befragt zu seiner Karriere. Ich würde mich auch mal freuen, wenn unser holländischer Mitspieler kommt. Der hat bestimmt auch einen schönen Dialekt. Der Luke? Der Luke. Meinst du, er kann gut reden? Oder? Weiß ich nicht, ob der dann nur 5 Minuten nach der Podcast oder... Ich bin halt auch kein Profi-Interviewer, gell? Ich bin eigentlich froh, wenn ich eine Stunde zusammenkriege. Ging jetzt doch schneller als gedacht. Würdest du noch gerne eine Stunde sitzen? Nee, jetzt langsam merke ich, dass ich ein bisschen heiser werde und muss ich was trinken. Weil keine Stimme mehr. Dann hören wir jetzt auf. Muss mich auch fokussieren aufs Spiel später. Das wird ein heißer Kampf. Muss ich auch noch rumschreien, also kenne ich die ganze Zeit hier. Dann ruhig auf dem Feld sein. Trink noch ein Käffchen mit deinem Bruder. Mach ich. Und dann geht's halt ab. Freue mich drauf. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Macht's gut. Schön, dass du bis jetzt noch dran geblieben bist. Ich hoffe, es war auch einigermaßen interessant. Und falls auch du eine kleine Spende an SOS Kinderdörfer dalassen möchtest, lege ich dir noch die Internetseite sos-kinderdorf.de/kinderdorf-weilheim ans Herz. Dort kannst auch du dich mal informieren und findest auch das Spendenkonto. Zu guter Letzt möchte ich dich noch bitten, eine Bewertung auf iTunes zu hinterlassen. Am besten auf 5 Sterne, so helft ihr uns ungemein neue Hörerinnen zu erreichen, die von den WWK-Volleys bis dato vielleicht auch noch nie gehört haben. Lasst mir auch gerne Feedback da, wie euch bis jetzt der Podcast so gefällt, wen ihr demnächst hier haben wollt und was ihr von ihm wissen wollt, entweder auf Social Media oder per E-Mail an podcast@geisterclubderwelt.de. Bis jetzt habe ich irgendwie nur Lob erhalten, was ja irgendwie auch nicht sein kann. Irgendwas muss ja noch besser gehen. Kritik ist daher herzlich willkommen, nur so kann ich mich verbessern und euch vielleicht irgendwann mal das perfekte Hörerlebnis schaffen. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao.